Nun gibt es erstmal eine Spende. Auch Margret möchte helfen. Hier sind die 50 Euro. Dankeschön. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass auch die Margret vom Kiosk 50 Euro zugunsten des Kalker Kindermittagstisches gespendet hat. Denn Leute, die selbst wenig haben und etwas geben, da muss man allerhöchsten Respekt davor haben. Das ganze Geld. Und das ist zusammengekommen. 40 Euro für die Gartenarbeit plus 60 fürs Gassigehen. Kein schlechter Start. Puh, der Tag war heute hart. Andrea und Heinz sind beide völlig abgekämpft. Ach, du bist der Scherzspatz. Gib mal ein positives Preis. Du Spatz, ich habe viel gemacht. So. Ja, irgendwie schon. Müde. Genau. Der nächste Tag fängt leider gar nicht gut an. Heinz hat starke Schmerzen und das kann so nicht bleiben. Der frühe Vogel fängt den Wurm, aber ich will gar keine Würmer fangen. Ich muss leider zum Zahnarzt, weil irgendwie habe ich mir auf die Zunge gebissen. Und das tut jetzt seit 2 Wochen ziemlich weh und das muss erledigt werden. Fragt sich nur von wem. Als Millionär konsultiert Heinz normalerweise nur die renommiertesten Ärzte. Aus gutem Grund. Ja, ich bin schon der Meinung, dass man Gesundheit auf keinen Fall kaufen kann. Aber je besser die Ärzte sind, desto höher ist die Chance, dass man schneller, wenn überhaupt, gesund wird. Also ich bin überzeugt, dass mich meine Privatversicherung bisher gerettet hat. Ich hatte 92 Mal einen Herzkatheter, der wäre nie gemacht worden, wenn ich gesetzlich oder pflichtversichert gewesen wäre. Und das hat mir das Leben gerettet und seitdem ist bei mir alles gut. Ich glaube, dass ich als Pflichtversicherter nicht die Chance gehabt hätte und ich glaube, ich wäre nicht mehr auf der Welt. Beim Sozialexperiment ist von Privatpatient aber keine Rede mehr. Hier der Werbespruch, ansonsten wie immer, wie beim Friseur, nur nicht Montag. Muss ein lustiger Zahnarzt sein, ne? Mal gucken, was kommt. Kommen da etwa Vorurteile auf? Eine Exklusivbehandlung ist für den Teilzeit-Hartz-IVler jedenfalls nicht drin. Für den sonst so verwöhnten Patienten heißt es erst einmal ganz ungewohnt warten. Dann wird es ernst. Lässt Heinz den Zahnarzt wirklich an seine fürstlichen Beißerchen? Seit 3 Wochen hast du Schmerzen. Ja, aber was für welche, du? Die gut machen. Ja, die Unruhestifter sind schnell gefunden. Hier ist schon mal die ganz klare Sache, hier sind so mehrere Trümmer. Ah. Und die schneiden natürlich in die Zunge rein. Aber wie? Das kriegt man gut hin. Wie Scherben? Ja, das kriegt man gut hin. Ein Stück von Heinz Krone ist abgebrochen. Die scharfen Kanten verursachen schmerzhafte Wunden. Sie werden abgeschliffen und können keinen Schaden mehr anrichten. Heinz interessiert noch etwas anderes. Was kostet eigentlich so hier in Deutschland eine komplette oben, unten, sagen wir mal, mit 5 Implantaten? Zwischen 15 und 20.000 Euro. Mit schönem Design. Mit allem drum und dran. Kommt tutto komplett. Und das ist interessant. Ich habe 3. Aber da ist schon fast Mercedes drin. Also ich habe 3 und das kostet immer zwischen 55 ernsthaft und 65.000 Euro. 65.000 Euro. Für viele Menschen übersteigt das ihr Jahresgehalt um Längen. Schöne und vor allem gesunde Zähne sind natürlich ein Muss. Aber ist das nicht übertrieben? Und wenn wieder was spitzig sein sollte die nächsten 9 Tage, dann bin ich hier wie Spidi González. Danke schön. Dankeschön. Tschüss. Heinz hat seinen Zahnarztbesuch wohlbehalten überstanden. In Zollstock putzt Andrea derweil die Wohnung. Nicht gerade eine fürstliche Angelegenheit, aber die Dame bleibt auch auf Hartz IV ihren Prinzipien treu. Also egal, ob man viel Geld oder wenig hat, putzen kann jeder. Man kann es immer sauber haben, weil Wasser und der Lappen kostet nicht viel. In ihrer 1000 Quadratmeter Villa auf Mallorca übernimmt das natürlich das Personal. Andrea hat aber nicht immer so luxuriös residiert. Natürlich, wo ich jung war und da hatte ich nicht das Geld, jetzt eine Reinigungskraft zu nehmen, das ist ja ganz klar, da habe ich alles selber gemacht. Und ich fühle mich einfach wohl, wenn es in der Wohnung sauber ist und gut duftet. Das Problem ist einfach, wenn es nicht ordentlich ist, dann ist man auch innerlich nicht aufgeräumt. Und ich möchte einfach immer innerlich aufgeräumt sein.
Dabei machen die fürstlichen Finger auch vor dem stillen Örtchen nicht Halt. Die Wohnung kann sich sehen lassen, anders als vor 2 Wochen. Wo wir hier eingezogen sind, die ersten Tage, die waren für mich so schlimm. Es war chaotisch, dann Kartons hier, Dreck da, alles unsortiert, nichts hat man gefunden. Es war echt so extrem, dass ich gleich in der Nacht gar nicht schlafen konnte, weil alles chaotisch, nicht sauber, unsortiert. Und bei mir ist auch so, wenn irgendwas schmutzig ist, dann kriege ich ganz schnell Herpes. Und ich habe mir nur gedacht, bloß keinen Herpes. Also versuche alles ganz schön ordentlich und sauber zu halten. Mit Erfolg. Es blitzt und blinkt. Nach seinem Zahnarztbesuch hat der Fürst neue Sorgen. Hunger. Aufs Frühstück musste er schmerzhaft verzichten. Also auf zum nächsten Gütchen. 2 Brötchen plus Zeitung und Getränk. Das geht ins Geld. 5,30 Euro. Ach so, 5,30 Euro. Dann waren sie mal 5 Euro. Und dann schauen wir mal hier. Kleingeld habe ich auch noch. Was ist das? Ich kenne mich bei diesen kleinen Euros nicht so aus. Der Millionär zahlt sonst halt nur mit großen Scheinen. Als Kurzzeit-Hartz-IVler muss Heinz aber Abstriche machen. Nach Herzenslust überall einkehren, das geht aktuell nicht. Lieber würde ich da drüben im Café sitzen, ich hab das schon gesehen. Aber das schaut teurer aus wie hier, dieses Bütchen oder wie das heißt. Ist auch schöner, sind die Stühle bequemer, die Tische sind größer, die Sonne scheint hin. Natürlich ist das ein Nachteil bei Hartz IV, dass man nicht in jedes Café, in jedes Geschäft, in jedes Restaurant gehen kann, wo man will. Ist doch ganz klar. Für den Fürsten eine Situation, die man einfach ändern wollen muss. Es gibt unglaublich viele Gründe, dass man versuchen muss, aus Hartz IV rauszukommen. Dass man sein Leben wieder selber in die Hand nimmt. Dass man es nicht dem Staat überlässt. Dass man sich wieder in den Spiegel schauen kann, voller Respekt. Hartz IV ist unglaublich wichtig für Menschen, die aus psychischen oder Krankheitsgründen nicht arbeiten können. Das sehe ich ja alles ein. Aber es gibt halt auch viele, viele Menschen, die Hartz IV beziehen und die sagen, warum soll ich arbeiten? Ich kriege Hartz IV. Und die Leute sollten etwas mehr Respekt vor sich selber haben und ihren Kindern auch ein besseres Vorbild sein. Außerdem denkt Heinz auch immer an seine Frau und möchte ihr etwas bieten. Entschuldigung, die haben so gut geschmeckt, das eine Stück. Ich hätte gern 4 für meine Frau Andrea. Bitte packen Sie mir auch noch mal 4 ein. Mhm. 2 und 2. 2 mit Schokolade, 2 mit so, Rosinen. Mach ich. Dankeschön. Bitte schön. Dankeschön. Und dann 3,60 Euro bitte. 3,60 Euro. Das passt nicht ins Budget, aber ich will der Andrea eine Freude machen. Koste es, was es wolle. Von 736 Euro Hartz IV haben die Millionäre in den ersten 2 Wochen schon 536 Euro ausgegeben. Hinzu kommen 25 Euro für den Flyer der Spendenaktion, 11 Euro Kioskschulden und fast 9 für diesen kleinen Imbiss. Bleiben nur noch 155,10 Euro. Von einem Bütchen zum anderen. Bei Margret im Kölner Stadtteil Zollstock wartet Andrea nach ihrer Putzaktion schon auf ihren Gatten. Ideal für einen kleinen Plausch mit den Nachbarn. Hallo Jungs. Morgen. Morgen. Ja, wer ist denn da? Wollt ihr mal, Schatzi? Wollt ihr mal, Schatzi? Da ist mein Schatzi. Da bist du, Spatzi. Ja, ich war beim Zahnarzt, der hat geschliffen. Und die haben ein kleines Geschenk mitgebracht. Ich habe eins gegessen, André, das war so gut und das sind genau die Dinger, die du liebst. Das ist mein lieber Heinz. Bringt immer was mit. Ich habe schon verrückte Sachen gemacht. Ich habe einmal in der Blumengroßhandlung alle weißen Blumen aufgekauft, die es gab. Das waren über 5000 Stück. Dann habe ich die in 50er-Einheiten binden lassen und jedem Taxifahrer 50 Stück in das Taxi gegeben und genau im Abstand von 5 Minuten organisiert, dass die zu Andrea gefahren sind und bei ihr geklingelt haben. Und alle 5 Minuten hat den Blumenstrauß mit 50 weißen Blumen bekommen. Am nächsten Morgen erwartet das prominente Paar eine goldige Überraschung. Andrea, Spatzi. Ja. Ein neuer Umschlag und damit eine neue Aufgabe. Als Promis auf Hartz IV müssen sich Heinz und Andrea jede Woche einer ganz besonderen Herausforderung stellen. Und das ohne zusätzliche Hilfe oder Budget. Das Promi-Pärchen hat schon seine Erfahrungen mit den goldenen Kuverts gemacht. Dies ist ihre 3. Aufgabe im Extremexperiment. Und sie lautet dieses Mal: Liebe Andrea, lieber Heinz, lasst euch eine schöne Aktion einfallen,
um mal etwas Abwechslung in den Alltag eurer Nachbarn zu bringen. Eurer Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Viel Spaß. Ich hoffe, ich sage, sind bald diese vorbei, Umschläge, diese die goldenen, die mag ich. Aber das macht vielleicht Spaß, dass wir die Nachbarn bespaßen, Andrea. Dass die ja, es ist nur alles wieder mit Geld verbunden. Und Geld haben die beiden kaum noch. Andreas Laune sinkt sichtbar. Als Herrin der Finanzen bestimmt sie sonst über Millionen. Aber bei diesem Experiment gelten andere Spielregeln. Schon der erste goldene Umschlag enthielt eine Hiobsbotschaft. Kreditkarten, Handy und Bargeld müsst ihr zurücklassen. Aufgabe Nummer 2. Eine Party. Und das bei Ebbe in der Kasse. Ihr habt momentan keine Lust, eine Einweihungsparty zu machen? Es ist eine Aufgabe und wir erfüllen Aufgaben. Und aus dem Aus. Es kostet alles wieder Geld. Ja, nee, muss nicht unbedingt. Lass mich mal überlegen, Andrea. Mir fällt bis morgen was ein. Aber eigentlich sollen die Nachbarn ja auch mal Spaß haben, weißt. Freude kann man auch bereiten, indem man zuhört, indem man etwas organisiert, wo die Nachbarn untereinander gemeinschaftlich ein Zusammensein haben. Mit Geld hat das überhaupt nichts zu tun. Das hat was mit geistiger Kreativität zu tun. Du Geier, denkst immer ans Geld. Du bist jetzt wieder der Intelligent und ich wieder der Volltepp. Ja, bist du also auch, nur, weil ich aufs Geld immer aufpassen muss. Du darfst ja nicht sagen, dass das immer was mit Geld zu tun hat. Nee, das hat nicht immer was mit Geld zu tun. Aber die Umschläge hatten bisher immer was mit Geld bisher zu tun. Aber hier geht es darum, den Nachbarn ein bisschen Abwechslung zu bereiten und da fällt mir schon was ein. Ja, nur ich stehe jetzt wieder ganz schön blöd da und du bist wieder da. Ja, wir der stehen Besonnene, da, wie wir der sind, Intelligente. Andrea. Wir stehen da, wie wir sind. Auf Hartz IV und mittellos. Aber Heinz wäre nicht ein von Sein Wittgenstein, würde er das einfach so hinnehmen. Es gab die ersten Anfragen wegen der Wohltätigkeit von den Flyern, die wir verteilt haben. Und der Flyer hängt auch in Margrets Kiosk. Viele Leute haben angerufen, um dem Paar Jobs zu geben und den Mittagstisch zu unterstützen. Tschüss. Und jetzt geht die Andrea zum Arbeiten und ich gehe auch. Also ich gehe zum Friseur, zum Arbeiten wohlgemerkt. Und mein Schatzi? Ich gehe zum Griechen und dann darf ich irgendwie arbeiten bei dem Griechen. Mm-hmm. Bis gleich, Spatz. Ja. Sehen wir uns dann abends. Schau, dass du ein bisschen Geld reinbringst. Und pass auf der Straße, pass auf die Autos. Andreas Ziel ist ein nahegelegener Friseursalon, in dem sie aushelfen soll. Hallo. Hallo. Sind Sie die Frau? Ja, ich bin die. Sie sind die. Ich bin die Andrea. Hallo, Andrea. Ich habe Sie angerufen. Ich wollte spenden. Ach, Frau. Vielen, vielen Dank. Gerne. Dann mal los. Hier bekommt man heute die Haare von einer Fürstin gewaschen. Ein dickes Ding. Und alle haben was davon. Passt die Temperatur, Madame? Ja, passt. Danke. Perfekt. Die Millionärin beweist Geschick. Ich habe das natürlich nicht gelernt, aber ich denke mir, wenn ich es so mache wie bei mir zu Hause, wenn ich den Kopf wasche, dann kann nicht viel schief gehen. Außerdem, in Sachen Beauty hat die High Society Lady die Nase sowieso vorne. Ein Naturtalent. Also ich habe Einzelhandelskaufmann gelernt. Also keine Ähnlichkeit jetzt mit Friseur oder so. Komplett andere Branche. Doch die Fürstin hat schon vieles vollbracht. Natürlich, wo man jung war, da hat man viele Nebenjobs gemacht. Da habe ich auch in der Küche gearbeitet, abgewaschen oder als Zimmermädchen die Betten gemacht. Und jetzt frisiert die Fürstin für den guten Zweck. In einem Imbiss, einige hundert Meter Luftlinie entfernt, packt derweil Göttergatter Heinz mit an. Oder besser gesagt, er versucht es. Ist das Frauengröße? M, L. Ach so, das kommt mir vor wie so ein Ganzkörperkondom. Ja. Kann sein, weil es nass jetzt. Ach so, da rutscht es nicht so. Aber es geht schon bei mir was auf. So, die Finger nehmen so. Ja. Das ist ein Bläschen. Das heißt, mach mal. Das ist aber komisch. Nehmen wir eine neue. Ja, auch ich habe früher schon Aushilfsjobs gemacht. Ich kann mich erinnern, dass ich bei so einem Lebensmitteltransporteur mit Lastwagen durch die Landschaft und durch die Dörfer fuhr. Im Auto konnte man sich ja immer ausruhen. Nö, ist klar. So? Genau, ich zeig dir sofort. So. Eins Stückchen bitte. Eins Stückchen. Ach so, machen wir. Ja, komplett. Das heißt, wir zerstören ihn.
Und dann kann man, muss man. Ja, das habe ich verstanden. Schön. Heinz, das Naturtalent. Oder auch nicht. Und dann habe ich mal als Möbelpacker, aber das ging nur ungefähr einen halben Tag, wo die dann wollten, dass ich ein schweres Stück zahle, bin ich halt gegangen, gell? Das ist doch klar. Also das ging ja überhaupt nicht, da ein schweres Stück durch die Gegend schleppen. Hallo. Hallo. Ach, da geht das Herz auf. Ja. Einmal Gyros oder dreimal Gyros? Einmal. So? Nein, erst einmal die Hand. So? Genau. Weiter, weiter. Super. Super. Nicht so groß, nicht so dünn. Heinz begeht einen Fauxpas. Das darf man nie machen. Wenn sie Kunden ist, verboten. Wollt ihr mal schauen, wie es schmeckt? Genau. Aber jetzt, wir sind allein. Aber normal darf man nicht machen. Normal. Einmal Gyros komplett. Serviert vom Fürsten persönlich. Bisschen Zwiebel drauf? Zwiebel und Tzatziki. Komplett. Genau. Super. Wenn das Wasser heißer wäre, dann gingen die Pommes frites schneller, oder? Ja. Kann man nicht heißer machen, das Wasser? Nee. Hallo, grüß Gott. Oh, jetzt kommt der ganze Bus. Hallo, Steini. Einmal Gyros mit Pommes, aber ohne Tzatziki. Ohne Tzatziki. Ein bisschen braun, bitte. Jetzt wird's kompliziert. Immer schön langsam. Wenn ihr drei hübsche Blondinen wärt, dann hätte ich das sofort gespeichert. Bei euch muss ich erst drüber nachdenken. Ich bin nie überfordert. Drei Kunden ist gut, 30 ist besser. Und die kommen, weil's schmeckt. Einen Promi-Bonus gibt's hier nicht. Bis zum nächsten. Ja, vielen Dank. Ja. Ne? Bis zum nächsten Mal, danke. Jede Arbeit, davor habe ich Respekt. Aber die hier macht Spaß. Und wie läuft's bei der Gattin? Ich habe jetzt soweit vorgetrocknet. Ah, hast du gut gemacht. Schön. Ich bin jetzt so ein bisschen noch in Form. Ne? Fein. Und dann sind wir fertig. Ne? Danke dir. Ne, ich bin das mal. Vielen Dank. Okay. Aushilfsfriseurin Andrea hat sich gut geschlagen. Was ist das für Sie? Oh, danke schön. Bitte schön. Danke schön. Mein Kopf massiert haben. Oh, recht herzlichen Dank. Danke. Danke. Sehr schön geworden. Danke. Wirklich. Danke. Zusätzlich zu den 2 Euro Trinkgeld gibt es von der Chefin 20 Euro. Und danke. Tschüss. Tschüss. Also 22 Euro. Also ich bin dankbar um jede Mark, keine Frage. Aber es war schon, ich war schon ein bisschen nervös. Auch beim Fürsten klingelt die Kasse. Hast du das verdient, Herr Hans? Bitte schön, 50 Euro. 50 Euro. 50 Euro. Dankeschön im Namen der bitte, Kinder. Bitte. Dankeschön. Bitte, es bitte, geht sofort in die Kinderkasse. Das ganze Geld. Andrea hat mit Rasenmähen und dem Friseursalon 62 Euro erwirtschaftet. Heinz beim Hundeausführen und im Imbiss 110 Euro. Macht zusammen 172 Euro. Nicht aus, die wir Hitze können doch es nicht ändern. Natürlich haben wir auch auf Mallorca eine Hitze, aber da bin ich ja im Haus und die Klimaanlage ist eingeschaltet. Hier gibt es leider keine Klimaanlage, hier schwitze ich. Und zwar richtig. So geht es nicht weiter. Wir können ja den ganzen Tag uns irgendwo im Schatten auf dem Sofa verstecken. Wir müssen aktiv sein, wir müssen ja Geld, wir müssen ja irgendwas bewegen hier. Und die Hitze, da packe ich nicht. Da muss irgendwas passieren. Mal sehen, was da geht. Vorerst hilft nur ablenken. Und da wäre ja auch noch die Wochenaufgabe. Andrea und Heinz sollen Abwechslung in den Alltag ihrer Nachbarn bringen. Bislang haben sie aber noch nichts dafür getan. Blame on me.